Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play UFO. Ja, spannende Basismission nur mit Rekruten und Schwärmplasma, Plasma und Mutonen. Lutz, du bist ein Drücker. Ich glaube, wir haben den Zug gerade beendet. Also nicht, wir haben ausgeführt, wir geben die Runde. Genau, wir geben die Runde ab an die Aliens. Oh, ein Rubel. Aha, der hat Autoschuss. Mutone. Schießt grottig. Boom. Oh, zweimal geschrien. Ding hat gesessen. Das Ding hat voll gesessen. Verdammt. Verdammt. Also wir müssen ja erstmal ein bisschen aufräumen. Also hier ist ja, das ist ja fast so schlimm wie hier um den Rechner herum. Hier ist so viel Viehzeugs. So. Einer weniger. Autoschuss. Ab in die Ecke. So. Dich brauchen wir irgendwo da. Da war doch noch irgendwo einer, wollte ich doch sagen. Ja, schweres Plasma. Gut gemacht. Super gemacht. Die beiden gehen hier herum. Ja. Ja, gleich zweimal auf einmal verloren. Das ist sehr ärgerlich. Ja, definitiv. Also ja, wenn man wüsste, wo es hergekommen ist. Das sind ja diese Blaster-Raketen. Guck dir das mal an, was das für eine Explosion gegeben hat. Das ist voll die Hölle. Zum Glück haben wir den Panzer da hinten stehen gehabt. Vielleicht sieht der Panzer auch gleich, wenn er sich umdreht. Also ein bisschen in die Richtung fährt. Da. Da ist was. Vielleicht ist er das. Wenn der das war, bin ich sehr zufrieden, weil dann ist er nämlich jetzt tot. Nein. Der hält eine Menge aus. Ja. Ich sag mal fast. Ne? Ist noch wieder ein Panzer zu Gülle geschossen. So. Ja, und den können wir jetzt auch überhaupt nicht bekämpfen. Weil wir nichts in der Nähe haben. Genau. Die würde ich jetzt von unten da in die Ecke ziehen. Ja, die Frage ist, hier durch oder da unten durch? Ich würde sagen, da wo der Blaster schon mal hingeschossen hat. Also du musst überall... Wenn dann hier an die Ecke. Genau, erst ich sage erstmal da an die Ecke. So. Stellen auf Autoschuss auf die am besten. Andere Seite. Ja, erstmal aus der Schusslinie raus, das ist mir wichtiger. So. Ich glaube, die beiden nehme ich hier mit rum und ich gehe mit den beiden da oben rum. Aber obwohl wir müssen auch noch, ach ja, viel zu viele Ecken. So viele Leute haben wir gar nicht, ne? Man freut sich da acht so. Nur noch. Also wir sind mit 10 rein. Die haben auch noch beide geschrien, ne? Ja, im Chor. Ja, klar, da machst du nix, ne? Da kam jetzt so viel Dampf an. Da kam richtig was an, ja, das stimmt. So, aber ihr ist natürlich richtig gefährlich, wenn ich die jetzt in den Flur noch mit reinstelle. Ach, die hat auch noch das Betäubungsteil. Die muss sogar da oben hoch. Ist egal, ich lasse sie erstmal da sichern. Zieh die in diese Richtung nach. So, Autoschuss hilft da eh nichts. Dann kann die auch nur laufen bis an die Ecke. So. Und ihn hier nehme ich damit hoch. So. Ist noch da vielleicht. Lutz. Der Panzer, das, dann geht's ja in dieser Mission genauso gut los, wie es mal, wie es in meiner aufgehört hat. Ja, also hier traumhaft. Ja, traumhaft. Bam. Zack, jawohl. Jawohl. Endlich hat's mal geklappt, da kriegen wir wieder was auf die Fresse. Ich höre Türen aufgehen. Wer hat denn da geschossen zum Deibel? Ja. Nein, der... Mit denen müssen wir hier runter. Den müssen wir da runter. Da. Der andere muss hinten erstmal um die Ecke looten. Da steht irgendwo einer. Ja, ich ziehe den erstmal ein bisschen nach hier vorne und gucke in den Flur. Ohne Autoschuss? Wenn, dann ziehe ich den eh bis zur Wand, also bis dahin weiter. So, den ziehe ich da auch bis runter. Hat da nichts mehr. Ja, der hätte bis an die Wand gesollt, das wäre besser. So, dann ist ja hier schon wieder einer gestorben. Ja. Und wo es herkommt, wissen wir nicht, weil wir nichts sehen. Lassen wir ihn da stehen. Stellen auf Autoschuss. Ich muss aber einen von denen hier wieder zurückziehen, weil sonst hilft mir das nichts. Ja, du kommst sonst da um die Ecke nicht rum. Das ist uns echt zu wenig Manpower. Wir könnten vielleicht mal eben die Waffe hier tauschen. Habe ich gerade auch schon überlegt. Ach, der hat auch die gleiche Waffe.
sacken uns noch einen Mac ein und dann hat sich das fürs Erste. Er kann ja mal so einen Blick riskieren. Sieht nix. Uiuiui, Olli, das Ding hat aber schon ganz schön gesessen. Mein lieber Scholli. Ja. Die Mission kostet hier einiges. Ja, im Moment nur Rekruten, ne? Zum Glück. Ja gut, was heißt nur Rekruten? Weil alles das, was aus ihnen hätte werden können. Ja, naja, gut, okay, das ist natürlich mit. Du wolltest nicht da unten durch das Gebüsch gehen? Nee, ich muss hier wieder erst den Kommandoraum safe haben hier. Scheint mir das meiste los zu sein. Ja, viele gewagte Vorstöße. Das ist vorbei, die Runde ist gemacht. Du bist echt ganz schön auf. Das heißt, da sind. Wo schießt der denn da hin? Der versucht zwar durchs Fenster zu schießen, der Hammel. Genau, auf Patrick Jones. Aber können wir den jetzt nicht sehen? Weiß ich nicht. Dahinter steht ja auch noch einer. Ja. Ja, da ist einer. Den sehen wir. So, man muss ihn töten. Sauber. Du stehst aber auch direkt vorm Fenster. Du musst mindestens einen Schritt nach vorne gehen. Nach vorne. Dahinter steht noch einer. Mist. Aber... Dann zieh da nicht... Wolltest du da ins Offene? Ja. Ich habe die Hoffnung, dass wenn er da um die Ecke kommt, möglicherweise den tötet, aber dann von ihr umgebracht wird. So. Die haben einen ziemlich langen Sprung vor sich, weil die nämlich eigentlich bis an die Ecke da hinten müssen. Vergessen, das Fenster zu gucken. Kannst du mit dem nächsten machen, denke ich mal. Haben wir da? Der Betäubungsdings nicht. Den hier. Da kommen wir gar nicht hin. Okay, aber da oben scheint definitiv weniger los zu sein. Da ist, das ist eine richtig heiße Ecke. Er lebt auch, also das ist eine richtig heiße Ecke. Die beiden hier haben auch was vor sich, weil irgendwo hier noch so ein Sack steht, genau. Mit einem Raketenwerfer. Die stehen zum Glück auf Autoschuss. Mal versuchen, den bis dahin vorzuziehen. So, den dann dahin. Guck mal darüber, so. Wenn ich nicht irre, stand mal da, ja, wo genau. Der natürlich hingelaufen ist, das weiß jetzt keiner. Genau, ne? Genau. Ja, das war's schon. Wir haben alle bewegt, die wir haben. Da ist einer. Da drin geht's natürlich voll die Post ab. Da, hast du gesehen, ja. Das mit dem Autoschuss hat funktioniert. Ja. Fallen wie die Fliegen hier. Ne? So. Guck mal da um die Ecke. Da sieht das man. Einer. Mir ist ehrlich gesagt überhaupt gar nicht mehr zum Lachen. Die Aliens sterben ja auch. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn die überhaupt nicht sterben würden oder so, ne? Nein, aber ist alles gut. Da war auch ich mein, los. Was sollen wir machen? Das hier, die sind uns auf jeden Fall überlegen, die Aliens, ne? Ganz einfach deshalb, weil sie besser gepanzert sind und mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser bewaffnet als wir, ne? Ja, und da muss man einfach jetzt mal mit leben. Was willst du machen? Also noch steht's, ich glaube, irgendwie so 1,5 zu 1 für uns. Also ein bisschen pari-pari. So, Patrick. Da ist er. Da ist er. Der macht jetzt steht's 2 zu 1 für uns. Der hat aber auch wirklich ein paar auf dem Gewissen gehabt, glaube ich. Oder zumindest er und seine Kollegen da. Nein! Da steht ja noch einer. Ich kann aber nichts machen. Nee. Ich habe schon gedacht, wieso kann ich auf das Feld nicht laufen? Geh mal lieber mit dem Kojima um die Ecke da und versteck dich erstmal wieder. Ja, ich kann 2 Schritte in die Richtung laufen. Dann kriegt er aber, wenn er einen Autoschuss macht, von ihm einen verplästert. Was haben wir denn... Ach ja, hier unten haben wir auch noch ein Problem, ne? Ja. Das Problem kam aber auf der anderen Seite. Ja, ich laufe aber trotzdem jetzt hier rum. Da ist er. Kannst du noch einen Autoschuss drauf machen? Ist weg. Jo. Sehr gut. So, 2,5 zu 1 für uns. Wird immer besser. Voll ja, Mensch. Wow. Aber der Patrick Jones, obwohl er schon hart geknallt hat, der ist wahrscheinlich... Ich ziehe den hier mal so weit vor, wie es geht.
Und dann versuche ich ihn so weit zurückzunehmen wie möglich. Nicht, dass das gleich zweimal gibt, ne? Naja, wenn jetzt die Blasterrakete kommt, dann geht das Alien zumindest mit hoch, ne? Hä? Was hat er da geschossen? Weiß ich nicht. Irgendwas hat auf ihn geschossen. Da hinter der Ecke, da ist zu heiß, Lutz. Das ist zu heiß. Schnell darüber, so. Das mit ihm komme ich zwei Schritte weg und dann stehe ich genau mit dem Rücken zu ihm. Ja, müssen wir es ja machen, oder? Ja, aber... Haha, du siehst mich nicht. Ich bin gar nicht da. So, die Jungs hatte ich hier schon. Beten, Olli. Beten. Da kriegt er auch Panik oder so. Das gibt auf jeden Fall... Da, schießt er ihn ab! Und jetzt, wo ist der Reflexschuss, Mensch? Nein! Das ist auch weg, ist auch tot. Oh. Das war die Blasterrakete. Der Typ mit dem Blaster ist immer noch nicht hin. Den müssen wir finden. Wir müssen den finden. Der scheitert uns das komplette Team aus. So, hier ist ja vorhin auch einer von unseren gestorben. Der hat gleich keine Munition mehr für seinen Blaster, wenn er so weitermacht. So, was war das jetzt? Jetzt steht es 2,5 zu 2, oder? Keine Ahnung. Beschissen. Stirbt mal wieder einer. Oh. Da stirbt mal wieder einer, habe ich gesagt. Und da vorne steht auch noch einer. Den erreiche ich jetzt aber nicht mehr. Deswegen laufe ich mit ihm zurück. Und hier würde ich gerne bis an die Ecke kommen. Probieren oder nicht probieren? Kannst probieren. Kriegen wir einen Zielschuss hin? Nee. Nee. Hat leider nicht gewirkt. Einmal wieder weg. Genau, da oben aus der Ecke raus vielleicht nochmal. Jo. Jawohl. Zwei, nein, drei. 3-2, oder? Beschissen, Lutz. Ja, mein Gott, was ist zu erwarten? Das sind alles Nopsi hier rumlaufen. Ja, und dann auch noch so extrem. Dann auch noch ein Nop vorm PC, du. Da kannst du nichts dran ändern. So, die Runde ist zu Ende. Leben! 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 Das hat, der war der Blaster. Ja? Da unten an der Ecke, das war der. Der hier gerade an die Ecke gerannt ist. So, mein Freund. Setz dem ein Ende. Setz ihm ein Ende. Das hat zweimal satt getroffen. Zweimal getroffen, ja. Ein Schnellschuss ist noch drin. Und dann ist er auch weg. So. Wie kriege ich den da hinten an Wickel? Wo ist denn mein Freund hier unten? Lebt der überhaupt noch? Ja, einer lebt noch von den beiden. Aber hier war ja auch noch einer, der geschossen hat, ne? Oder cool. Möglicherweise war das der, den wir da gegrillt haben. Ich weiß es nicht. Ich krieg ihn auf jeden Fall so schnell da nicht in Position. So. Tja, der kommt auch nicht bis nach da hinten. Nee. Ich würde die eventuell stehen lassen. Du kannst. Man könnte hier hinten rumlaufen. Boah. Ich könnte den auch hier reinschicken. Ich habe gar keine Zeiteinheiten mehr, ne? Alleine lassen kann ich den nicht. Die muss erstmal nachladen. Okay. Den schicke ich da vorne an die Ecke. Und sie, ich muss ja ein bisschen was riskieren, Olli, ne? Und kannst du da nicht reinlaufen? Das ist ja alles kaputt hier. Ich kann da nicht durch, so ein Blödsinn. So, gehe sie da rein. Nutz, das war... Nee, es ist nicht schlecht. Die kommt im nächsten Zug auf jeden Fall rum, weil er hier ist auch gefährdet, ne? Okay, das war's. Aha. 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 Gut. Eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Oh, ich schaff das nicht bis nach unten rum, ey. Du musst hier ganz hinten rum. Du musst mit ihm hinten rumgehen. Mit ihm muss ich jetzt erstmal gucken. Und mit ihr
kommst du da nicht weiter. Das sind zwei Viecher. Ein Blob. Ja, ja, der kriegt jetzt. Der kriegt jetzt die Linksgranate verballert und der andere fällt mit um. Was hältst du davon? Kannst probieren. Hat nichts gebracht, du hast dich selber abgeknallt. Erstmal aus der Schusslinie hier. Das zu deiner Taktik, wir gehen da mal ran. So. Wo du mich vorher noch so doof angemacht hast. Ich hab dich angemacht. Wir müssen da rangehen. Wir müssen da rangehen, ja. Wir müssen da rangehen. Ich hab zu wenig Zeiteinheiten. Wenn ich jetzt so einen Nightflow hätte beispielsweise, ich wäre bis da hinten gelaufen, hätte ihr noch abgeknallt. So, pass mal auf. Da haben wir noch einen. Jetzt kommt der Joker. Unser Joker, genau. Hier. So, so eine Riesenbasis. Worauf haben wir uns da nur eingelassen, Olli? Das war auch nicht so cool. Ich sehe ihn, aber ich kann ihm nichts tun. Er kann nichts mehr. Komm, der Zug ist zu Ende. Ja, Zug ist zu Ende. Nerven sind zu Ende. Folge ist zu Ende. Da ja. Würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge alles zu wieder. Ende. Ja, tschüss. Das heißt, Let's Play UFO. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao.